Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nier Automata. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen jetzt auf jeden Fall die aktive Aufgabe. Also wir gehen dorthin, wir müssen schauen, was mit unseren Landsleuten passiert ist. Und denen gegebenenfalls helfen. Oh, haben wir schon gespeichert? Ich weiß es gar nicht. Schnell speichern. Machen wir das doch mal eben. Jawohl, jetzt haben wir's. Und schauen, was da passiert ist. In der letzten Folge haben wir erfahren, also wir mussten einen kaputten Körper wiederfinden, um Erinnerungen freizuschalten. Das war damals in der ersten Folge sind wir die Raumschiffe geflogen. Und da war am Anfang ein reichstes Raumschiff. Und ich glaube, das war die Anführerin für diese Einheit. Ich bin mir da aber jetzt nicht sicher. Aber ich vermute schon. Und einer Freundin, beziehungsweise einer Untertanin, so, das passt eher, mussten wir diese Information geben. Und sie hat sich darüber lächerlich gemacht, dass sie abgehauen ist. Also sie war verletzt. Die Kommandant 16, nee, warte mal, wie hieß sie nochmal? 16D, zu ihr mussten wir das bringen. Wartet mal, das sage ich euch ganz schnell. 11B, genau. Genau. Und sie war verletzt und ja, wollte abhauen. Und ist dadurch anscheinend ein bisschen auch verrückt geworden, jedenfalls ihren Unterlagen zu urteilen. Das könnt ihr euch gerne in der letzten Folge anschauen. Die greifen uns nicht an, ne? Ne, die greifen uns nicht an. Genau, und da ist mir mal aufgefallen, dass manche Androiden anscheinend doch emotional sind und doch sich gegen die Anordnung von der Kommandantin wehren und versuchen, das zu machen, was sie selbst für richtig erachten. Und das ist super interessant zu erkennen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, die Nebenquest zu machen, auf jeden Fall. Mir hat es Spaß gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, euch wird es auch Spaß machen. Looks like our surface route's been cut off. Maybe we can get through from underground. Okay, deswegen wahrscheinlich auch. Oh Gott, das wird bestimmt lustig. Da wird uns wahrscheinlich einiges widerfahren. Mehr haben wir hier nicht. Ne, mehr haben wir anscheinend wirklich nicht. Dann ab nach unten. Na, hallo? Aber wir haben auch keinen Speicherpunkt. Kein Problem. Wie kriegen das hin? Wir sterben jetzt einfach nicht. Those machines out in the desert look just like androids, right? Right. But we androids were modeled after our human creators. So why would machines try to look like us? There's no point trying to work out unsolvable problems. I suppose. Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Aber jetzt hat er es mal gesagt, also die Androiden wollten wirklich so aussehen anscheinend wie Menschen. Und jetzt wollen die Androiden, die wir gefunden haben, aussehen wie wir. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich absolut gespannt, was noch alles passieren wird. Commencing. Boah, jetzt werden wir bestimmt mal was angeln. Bitte. Das hat jetzt irgendwie noch nie funktioniert. Oh Gott, ein Buch angelt. Also, okay, das passt jetzt absolut gar nicht. Ich habe ja meinen Pott geändert. Oh! Oh! Na, wir haben was gefunden. Hypothesis. Garbage. Fischlexikon aktuell. Ach was, Reifen. Ach so, wir haben Reifen erhalten. Oh. Aber okay, wenn er runtergeht, muss ich ihn einholen. Ist ja wie bei Animal Crossing. Cool, wir haben was gefangen. Und das ist ein Reifen. Ich freue mich trotzdem. Immerhin etwas. Ja gut, ich glaube, das war es jetzt aber auch. Report complete. So. Ah, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Rechts oder links? Ich gehe ja eigentlich immer nach rechts. Oh, haben wir nicht. Das ist immer, das finde ich so ein bisschen kacke, dass man keine Map von der Kanalisation jetzt zum Beispiel hat. Man hat hier nur so ein so eine komplette Übersicht, aber so eine richtige Map, die hast du nur hier unten rechts. Da wir nach rechts müssen, gehen wir doch erstmal nach links. Kupfererz erhalten. Baumsaft erhalten. Okay. Ich möchte mir übrigens nochmal unsere Beute anschauen. Ach Quatsch, hier. Alle Gegenstände.
Keine Ahnung, wo das sonst sein wird. Sockel, Kabel, Bernstein, zerrissenes Buch. Kann man damit irgendwas machen? Oh. Okay, anscheinend nicht. Damit auch nicht. Oder können wir... Nee, können wir auch nicht. Wörterbuch. Auch nicht. Alte Maske. Genau. Diese wunderschönen... Ach, was? Kann verkauft werden. Achso, ich dachte, wir könnten die vielleicht anwenden. Grimoire weiß. Haben wir? Pott. Okay, Maschinenmaske. Reifen. Da. Nur alter Müll kann verkauft werden. Toll. Na. Schade. Na gut, aber was kann man auch mit dem Reifen machen, ne? Von daher, gar nicht mal so blöd. Ach. Ich dachte, wir müssen hier lang, aber da ist nichts. Hier ist nur eine Kiste. Die nehmen wir mal mit. Mittlere Erholung erhalten. Wunderbar, vielen Dank. So, ich frage mich, wann der erste Kampf kommt. Da hinten links war was. Kristall erhalten. Auf der Map seht ihr so einen grauen Punkt. Ich bin mal gespannt, was es ist. Oh, hier ist nichts. Ach, das ist eine Leiter. Okay. Das soll eine Leiter sein, alles klar. Oh. Hier ist auch etwas. Wollen wir erstmal hier hochgehen? Mein Gott. Oh, wie schön. Was ist das? Nein, wir haben ein Schwert. Ach was. Das gehört nicht zur Quest. Das ist ein Stab? Gegenstände erhalten. Du hast eine Waffe erhalten. Tugendwürde. Ja, wie geil. Oh mein Gott, ich freue mich gerade. Oh, ich liebe auch Spiele, wo man looten kann. Das macht super viel Spaß und man freut sich immer, wenn man es bekommen hat. Und deswegen lohnt es sich anscheinend auch immer zu gucken, ob man irgendwo hingehen könnte. So wie jetzt gerade eben. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Es ist eine leichte Waffe. Kleine Schwerter. Tatsächlich. Oh Gott, aber die ist sehr schwach. Waffenset 2. Leichte Waffe. Probieren wir es mal aus. Ah nee, warte mal, das ist das Jora-Schwert. Ach Quatsch, das ist... Blödsinn. Das ist das Schwert von der Kämpferin, die wir gefunden haben. Von der Jora-Soldatin. Tugendabkommen, Speere. Ja! Oh mein Gott, okay. Ein weißer Speer der Ost-Samurais. Probieren wir einfach mal aus, ne? Oh mein Gott, okay. Ich probiere es mal aus. Mal schauen, ob das funktioniert. Wie ich mit dem Speer umgehen kann. Man kann natürlich sehr schön von Weitem angreifen, ohne dass man dann selbst getroffen wird. Und ganz ehrlich, ich finde, das sieht cool aus. Also, wie sie es trägt. Oh, wie gut, wir haben ein Speer gefunden. Okay, Entschuldigung. Ich weiß. Ich übertreibe. Aber, oh Mann, ich freue mich gerade, dass ich hier schön in jede Richtung geguckt habe und dass wir jetzt was gefunden haben. Wahrscheinlich werden wir irgendwann nochmal bessere Waffen finden. Aber fürs Erste sollte es doch ausreichen. So. Ja, ist auch klar, wenn jetzt hier eine Leiter ist, die ist schon so, die zeigt schon so, die zeigt förmlich, die zeigt einem förmlich, dass man da hingehen soll. Und da hinten noch eine Lücke ist und noch eine Leiter, dann nimmt man wahrscheinlich erstmal die, die so ein bisschen versteckt ist. Also, so wie ich das jetzt gemacht habe. So. Und vor allem der Ort, gerade wo wir waren, der sah auch sehr schön aus. Der sah auch sehr schön aus. So, mal gucken, was wir haben. Oh, ein Gebäude. Okay. Hier sieht es mal endlich ein bisschen anders aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie schön. Oh mein Gott, wie schön.
Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Nicht mal ein bisschen. Ach, guck mal, der schießt Luftballons. Der hat unten Luftballons verschossen. Cool. Oh mein Gott, wie cool. Ja, cool. Okay, da gehen wir auf jeden Fall hin. Natürlich, müssen wir auch. Aber erstmal schauen wir, was wir hier noch alles finden können. Tristes Armband. Können wir es anziehen? Erweiterungs vielleicht? Nee, hier nicht. Unterstützungs? Nee, Materialien. Da, tristes Armband. Von Menschen genutztes Armband. Kann verkauft werden. Okay, mehr nicht. Alles klar. Wobei, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob man es auch anziehen kann. Ich schau mal eben. Geht ganz schnell. Da. Nee, kann ich nicht. Gut. Gut. Ich hoffe, ich weiß es nicht. Wäre jetzt natürlich schade, wenn wir angegriffen werden. Sehr schade sogar. Ich habe ein bisschen Angst, dahin zu gehen. Ich möchte es jetzt nicht zerstören. Und in der Mitte ist ein Herz. Oh mein Gott, ist das süß. Und da hinten habe ich ein Riesenrad gesehen, oder? Ich glaube, das war mal eine Kirmes vielleicht. Ist schon ein bisschen schief. Jetzt würde mich mal interessieren, ob das von Menschen gebaut wurde oder von Maschinen. Ich glaube aber, die werden uns angreifen. Oh mein Gott, wie süß! Vergnügungspark. Ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr sowas Schönes gesehen. Sowas Originelles aber auch. Ich glaube trotzdem, die werden uns angreifen. What are those? What the? Well, this is weird. Nee, die greifen uns doch nicht an. Ich werde die jetzt aber auch nicht angreifen, Leute. Ich werde die jetzt nicht angreifen. Könnt machen, was ihr wollt. Ich werde die nicht angreifen. Ich kann die angreifen, aber ich möchte das nicht. Ich weiß, ich verliere viel Gold, aber irgendwie habe ich das Gefühl, schon in der letzten Folge musste ich ja entscheiden, ob ich 16S oder so hieß sie, Bescheid sage, was denn wirklich mit ihrer Kommandantin passiert ist, was sie gemacht hat. Und deswegen glaube ich, dass unsere Entscheidungen das ganze Spiel beeinflussen kann, könnte. Ich weiß aber nicht. Ich glaube es nur. Kann natürlich auch nicht so sein. Aber wenn ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt nicht angegriffen werde und es nicht unbedingt sein muss, greife ich jetzt auch nicht an. Das ist so süß. Das ist so unfassbar süß. Und anscheinend sehen sie mich ja nicht als... Nee, die sehen mich überhaupt nicht als... Als Feind. Oh Gott, okay. Boah, wisst ihr, was mich die beiden erinnern? An die Zwillinge von Alice Madness Returns. Alice im Wunderland, so. Bei Alice Madness Returns gab es, glaube ich, gar nicht. Genau. Die immer alles gleich machen. Oh, cool. Und die Musik ist sehr schön. Ich hoffe, ihr könnt die hören. Und wie die verkleidet sind. Oh mein Gott, ist das süß. Also ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ist es denn bei euch? Also für die, die das Spiel schon gespielt haben, aber bitte nicht spoilern. Ach, warte mal, das ist ein Hase. Nee, das haben die Maschinen gebaut. Das haben die Maschinen... Ey, das sah jetzt gerade so nach dem Hasen von Alice im Wunderland aus. Vor allem mit diesem, hier, mit dem Herz, mit dem Karo. Von der Roten Königin halt. Oh mein Gott, wie cool. Das Spiel gefällt mir immer besser. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn gemacht habt, was ihr machen würdet. Ich
bringt es einfach nicht übers Herz, die anzugreifen, wenn die mich nicht angreifen. Warum soll ich das tun? Du hast eine E-Mail erhalten. Gut, die kann ich jetzt nicht lesen. Nee, ich möchte das nicht kaputt machen. Ach, da haben wir eine Frau. Maschine mit Traum. Ich kann mit denen reden. Stand da Ballonluder? Oh Gott, ich habe Ballonluder gelernt. Ich rede mal mit ihr. Huch, guten Tag. Wir können wirklich mit ihr reden. Willkommen. Oh, schön mit so einer Maschinenpistole. Ah, wir können mit denen reden, wir mit ihr nicht. Glückwunsch, du bist der erste Kunde. Gegenstand halt zersplitterter Ohrring. Oh wow, es bringt anscheinend was mit, sich mit denen zu unterhalten. Kann ich mich mit denen auch unten nochmal unterhalten? Tatsächlich. Ach, welch ein Spaß. Ach, welch ein Spaß. Lasst euch von der Liebe erfüllen. Zersplitterter Ohrring. Oh Gott, wie soll ich die denn angreifen? Wie kann ich die denn angreifen? Ich kann die doch niemals angreifen. Ich wusste nicht, dass man mit denen sprechen kann. Aber mit ihr nicht anscheinend. Mit ihm? Nee. Aber anscheinend muss es ja hier irgendwie einen Anführer geben, der das alles organisiert und durch den das alles geschieht, oder? Oder ist das vielleicht einfach nur ein Virus? Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich, es herauszufinden. Oh, da ist noch jemand. Hallo! Ein Zugangsberechtigter oder nicht? Oh, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich hoffe, ihr werdet mich nicht angreifen. Was ist denn das da hinten? Oh, das ist ja schön. Das ist süß gemacht. Das ist wirklich süß gemacht. Wie hoch? Jetzt bin ich gespannt, ob hier noch was ist. Eine Kiste. Kleine Erholung halten. Können wir hier irgendwie rüber? Nee, können wir nicht. Mit ihm haben wir schon gesprochen. Mit ihr auch. Und man konnte, glaube ich, auch... Ah, okay. Seht ihr? Wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich zum Speicherpunkt. Das mache ich jetzt erst. Weiß ich nicht, aber ich glaube, ich muss eigentlich geradeaus. Aber ich gehe jetzt mal diesen Weg. Oh, da versteckt sich jemand. Maschine in Pause. Betriebspause. Okay, dann lasse ich dich mal in Ruhe. Ach du Scheiße, ich glaube, ich muss die anderen aber gleich angreifen, oder? Oh, bitte lass das frei sein. Oh, da feiert jemand allein. We're getting resistance signals from that building over there. Widerstands was? Oh, jetzt habe ich nicht gelesen. Verdammt. Wo ist denn hier der Speicherpunkt? Ach, da. Oh gut, ich muss hier nichts zerstören. Das ist gut. Jetzt kann ich hier auch noch speichern. Oh, jetzt schläft mein kleiner Finger wieder ein. Na, ah, ich habe immer, wenn ich Controller spiele und länger nicht mehr gespielt habe, dann schläft mein kleiner Finger immer gerne ein. Ah, ich habe schon gespeichert. Und ich kann die Post... Ja, genau, wir haben was bekommen. Operator 60, nur ein Scherz. Tubi, erinnerst du dich an die Nachricht über die Jupiter-Wahrsagerei, die ich dir geschickt habe? Die Mädels von der F&D haben es für mich gemacht und ich habe die schlechtesten Nachrichten zu Gesundheit, Arbeit und Liebe bekommen. Aber dann ist mir etwas klar geworden. Das Zeug ist ein Haufen okkulter Mist. Ich meine, wie soll man sein Schicksal erfahren, indem man einen anderen Planeten beachtet? Lächerlich. Ich werde mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das ist ohnehin das wahre Verlangen jeder Jura-Frau. Habe ich recht? Haha. Operator 60. Okay. Operator 60. Also sie geht anscheinend jetzt auch ihren eigenen Weg. Und das sollte man ja nicht machen. Interessant. We need a way through. Let's look around for a route we can take. Ach, das ist hier ein Umweg, den wir nehmen. Okay, ich möchte aber nochmal eben dann den richtigen Weg nehmen. Weil anscheinend kommen wir da nicht durch. Das wusste ich jetzt nicht.
Will aber jetzt nichts verpassen. Huch. Ich habe aber irgendwie die leichte Befürchtung, dass wir, wenn wir da ankommen, noch angegriffen werden oder so. Oh, hallo! Werft die Waffen weg und empfangt die Liebe. Ja. Oh, das ist die Mama, das ist das Kind. Oh, Maschinenkind. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, ist das süß. Ach, welch ein Spaß. Ach, welch ein Spaß. Und das ist der Papa. Das soll der Papa sein, oder? Ich fasse es nicht tatsächlich. Lasst uns gemeinsam glücklich sein. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Oh mein Gott, guckt euch mal bitte die Familie an. Boah, ich würde jetzt so gerne so viele Thumbnails machen. Oh, ist das cool. Ich fasse es nicht. Hallo Familie. Das ist so süß gemacht. Wir haben ja schon eine Familie, noch eine andere Familie gefunden. In der Wüste. Boah, guckt euch mal, was ist das bitte für ein Bild. Schön. Gefällt mir gut. Hier haben wir noch was zum Einsammeln. Genau, deswegen wollte ich noch hier hin. Also, war klar, dass wir hier noch was finden. Ich glaube, das ist geschlossen, oder? Maybe there's another route that will take us deeper inside. Ja, alles klar. Gut, das machen wir auch. Edle Ohrringe erhalten. Ich glaube, die kann man dann verkaufen. Ich schau nochmal. Materialien. Von Menschen genutzte Ohrringe können verkauft werden. Okay, kann ich nicht irgendwie... Nichts davon kann ich anwenden. Aber ich kann die Dinger verkaufen und dann wahrscheinlich gutes Geld für bekommen. Ah, damit kann ich noch reden. Bis bald. Mal wieder. Okay, da ist noch jemand. Viel Vergnügen. Ja, interessant. So, also ich kann gar nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Was hier passiert. Was den Maschinen hier los ist. Was hier vorgefallen ist. Ob das ein Virus ist oder ob sie eine Anführerin oder einen Anführer haben. Kann ja alles sein. Silbererz erhalten. Oh, ist hier irgendwas drin? Ach nee. Schade. So. Können wir mit ihr reden? Nee, können wir nicht. Ja, die war doch noch da. Kupfererz erhalten. Okay, hier können wir nicht entlang. Nope. Wahrscheinlich müssen wir hier über das Karussell. Ja, genau, hier rein. Ich hoffe wirklich, wir werden nicht angegriffen. Kiste? Warum kann ich die nicht öffnen? Das verstehe ich wirklich noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich. Aber ich weiß nicht wie. So, wie komme ich jetzt darüber? Kann ich hier rüber springen? Nee, kann ich nicht. Warum kann ich nicht darüber springen? Okay. Ach, ich weiß. Ja, gut. Hahaha. Natürlich. Huch. Okay, das ist ja hier schon so schön gemacht. Und springen ist so meine absolute Kunst. Also, wenn ihr mal richtige Springkünste sehen würdet. Ich meine übrigens, das ist jetzt alles ein Scherz, was ich sage. Schaut euch mal bitte meine Alice Madness Returns Let's Plays an. Oh, das ging ja eigentlich. Das ging ganz gut. Ach, das ist sogar noch eine Treppe. Das ist ja nett. Und ich finde die Musik auch so cool. So ein bisschen mädchenhaft, so ein bisschen puppenhaft. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. 200 Gold erhalten. Oh, da ist noch jemand. Warum guckt er so nach unten? Clownmaske. Dort ist es gefährlich. Ist kaputt. Gefahr für Unbefugte. Oh nein, wir werden dann bestimmt angegriffen. Okay, gut, was noch alles jetzt kommen wird und was da oben alles ist, oh, ich freue mich, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.